So, bei dem Wetter sage ich nur fröhliche Weihnachten. Ist natürlich schon wieder rum. Ging auch schnell, ne? Wie schnell das Weihnachten diesmal rum war. Das ist, Es hat gerade hat es mal richtig angefangen, da war es auch schon wieder vorbei. Und dann war schon wieder Neujahr und dann war der Spuk auch wieder vorbei. Und jetzt sitzen wir hier schon wieder alle. Und das kommt ja schon wieder vor am... Es kam am 3., 4. Januar schon wieder so vor wie... Eigentlich wie immer. So, hier war noch tatsächlich noch gar nicht. Ja, da war schon wieder Alltag. Ganz schnell. Eigentlich tatsächlich sehr traurig. Da klappt es mit dem Innehalten zum Jahresende aber auch nicht mehr so richtig. Was ist das denn da? Ach, eine Patrone. Cool. Freue ich mich immer, wenn wir Patronen finden, aber... Wird's dunkler? 6.17 Uhr ist wahrscheinlich nur das Wetter scheiße. Ich würde gerne mal in der Garage gucken, ob wir da vielleicht eine Knarre finden, aber ich hege da nicht sonderlich, große Hoffnung. Schneeflöckchen, Weißrückchen, wann kommst du geschneit? Komm doch bitte nicht heute, denn bald bin ich breit. La 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 la. Lalalala. Kennst du das manchmal, wenn es irgendwie... Du bist drin und es regnet draußen? Nee, das kennt man eigentlich gar nicht. Manchmal hat man mal so das Gefühl, als würde man einen Tropfen abkriegen. Jetzt habe ich gerade das Gefühl gehabt, als ich hier den Schnee so ein bisschen beobachtet habe, hatte ich das Gefühl, als wäre mir gerade irgendwie so eine Flocke auf die Hand gerieselt oder als wäre mir irgendwas nass geworden da. Strange. Ob das was mit dem Kopf zu tun hat, dass der irgendwie sieht, aha, Schnee, da kann ich ja mal ruhig ein Signal rausschicken, was sich vertraut anfühlt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ob ich hier überhaupt nochmal, ob ich da überhaupt nochmal irgendwo reingehen soll, weiß ich nicht. Wir hatten gute Zeiten und du warst mit dabei. Es ist ja 5 Uhr, wir haben Zeit. Ich würde sagen, wir nähern uns dem Ganzen mal von der anderen Seite, wieder von der Eisfläche. Und da, wo die lustigen beiden Männer lagen. Vielleicht haben die versucht, sich einmal Wärme zu spenden, weil ganz ehrlich, bei dem Wetter hier, da wäre ich um jede Wärme froh. Männer tun sich da schwerer, ne? Wenn's hier, wenn hier so ein Unwetter kommt, freezing. Wenn so ein Unwetter kommt und dann erfriert man und lalala, dann tun sich Männer da, glaube ich, schwerer, sich zusammenzukuscheln, um zu überleben, als Frauen. Ich weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen... Ist das dann Homophobie? Wenn Männer irgendwie dann denken, irgendwie, oh nee, es könnte ja irgendwie schwul wirken oder irgendwas. Liegt's daran? Ich weiß es gar nicht. Ist es das dann? Spricht man dann von Homophobie? Ist das dann der richtige Moment, wo man diesen Begriff nutzen sollte? Ja, super, hat ja toll geklappt. Ist ab sofort meine Lieblingsstelle. Ja, wir frieren uns den Arsch auf, was auch immer. Auf und wieder zu. Wir frieren uns den Arsch erst auf und dann, wenn alles rausblutet, friert er wieder zu. So machen wir's. Das ist eine gute Idee. Erst wird er rissig und spröde und dann haben wir eine rote Rutschbahn. Das scheiß bildliche Vorstellungskraft. Oh, wie schön der Schnee hier rieselt. Ich finde das ehrlich gesagt schön. Furchtbar, dass wir so beschissene Klamotten anhaben, dass wir uns hier gerade quasi den Arsch und, das hat man gerade schon, dass wir uns hier quasi zu Tode frieren. Ansonsten sieht's echt cool aus. Kannst du nicht anders sagen. Jetzt noch eine schöne Musik dazu. Das wär's. Jetzt habe ich mir vorgenommen, während der Aufnahme, vor der Webcam, tatsächlich zu essen und zu trinken, wenn wir in-game essen und trinken, das quasi so ein bisschen nachzustellen, sich so ein bisschen reinzufühlen. Aber ich kann es einfach nicht. Ich bring's einfach nicht übers Herz, dir während der Aufnahme zu essen und zu trinken.
Und dann dir noch einen vorzukauen oder vorzuschlürfen, ich finde das irgendwie, ich kann mir nicht helfen, ich weiß nicht warum, ich finde das unhöflich irgendwie, obwohl es ist ja quasi, ich glaube im Livestream würde ich es machen. Da würde ich es tatsächlich machen, weil es ja eher so miteinander ist, da kann man ja sagen, komm, wir holen uns mal alle was zu trinken und dann prosten wir uns alle mal gegenseitig zu, irgendwie sowas in der Richtung, das lässt sich da ja machen. Aber hier so finde ich das immer, weiß ich nicht, so ein bisschen komisch, befremdlich. Ich weiß nicht, ob ich das im Livestream machen würde. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es ja noch nie probiert. Glaube ich, oder? Doch, Kekse. Ich habe Kekse. Ja, im Weihnachtsstream. Stimmt, habe ich hier neulich schon erzählt. So. Eine Kanada-Flagge. Wir gehen wieder in ein Haus, wo vorne ein Wolf rumschlawenzeln könnte. Aber wir probieren es einfach mal. Immerhin haben wir hier einen schönen Kamin. Wir haben... Thunfisch sind sofort entkammert, aber wir müssen auch dringend essen und trinken. Das heißt, wir können jetzt ganz schnell trinken und dann geht's wieder. Pass auf. Und jetzt geht's wieder. So, hier können wir doch... Vielleicht können wir das hier als Haupthaus machen. Das würde sich doch vielleicht anbieten. Ah, Firelock. Denn hier haben wir ja eigentlich alles. Es wäre übrigens schön, wenn man das Holz tatsächlich schon direkt reinlegen könnte, aber das geht natürlich nicht, weil es würde ja verbrennen. Ist mir schon klar. Okay, apropos Holz. Wo packen wir das Holz hin? Hier wäre schön, aber geht nicht. Packen wir hier in den Schrank, ne? So wie, das hat man, glaube ich, auch letztes Mal. Ach ja, erstmal durchsuchen, dann reinlegen. So, oh, Alter. Krieg ja langsam vor den Buckelfitz vom Sitzen. Tool ist es nicht, es ist mit... Ja, Tool geht auch. Wood Matches. Können wir mal 12... Oder, ja, können wir 12 reinlegen. So. Ein Accelerant, den können wir behalten. Ansonsten Material, die legen wir erstmal alle rein. Das können wir hinterher auseinander sortieren, wie wir fröhlich sind. Dann haben wir hier Newsprint, die können wir alle reinlegen. Transfer all. Transfer all. 40 Kilo haben wir Platz. Das Reclaimed Wood. Wir können auch hier im Haus jetzt schon mal das ganze Holz absuchen und alles schon mal hier in den Schrank packen. Ich glaube, das wäre ganz cool. Leder und so. Die Zeitungen, die wir jetzt sammeln, auch hier das Firelock und so, das packen wir natürlich dann später alles noch. Ach, guck mal, Alter, wie praktisch. Voll geil. Aber hilft alles nichts ohne Gewehr. Ich erwähne es gerne nochmal. Eigentlich erwähne ich es ungerne nochmal, muss ich ja zugeben. Tatsächlich erwähne ich es sehr ungerne, weil... Okay. Okay, yeah. Ein Riegel, hey, okay. Nimm doch dir einmal den Riegel. Kommentier es doch einmal nicht. Sei doch froh. So. Oh, so ein Glück. Das Haus ist gut bestückt. Ich glaube, ich werde verrückt. So, lalalala. Stell mal vor, hier würden noch Leute leben teilweise. So NPCs, du brichst in deren Häuser ein sozusagen und die wollen natürlich ihre Wir verteidigen. Könnte schon lustig sein. Ja, hast recht. So, da wir das Holz abgelegt haben, haben wir natürlich auch wieder ein bisschen Platz in der Tasche. Da können wir jetzt erstmal alles absuchen. Alles mitnehmen. Und das Haus oben haben wir, glaube ich, haben wir das schon abgesucht? Boah, ich vergesse, ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis, furchtbar. Ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, weil ich weiß nämlich nicht mehr, ob das jetzt letzte Runde war oder diese Runde, wo wir da zuletzt geguckt haben. So, Hundefutter nehmen wir auch mit, da sind wir natürlich dankbar. Hier nochmal ganz kurz durchsuchen, was finden wir da? Insulated West, ich glaube, die ist cool. Aber die ist ärmellos. Skijacke, sehr gut. So, da können wir dann hoffentlich wieder ein bisschen... Noch eine Skijacke. Na, das ist aber jetzt, die Herren hier leben aber aus den Vollen. Also Leben ist relativ, aber die, schöpften aus den Vollen. Jetzt finden wir wirklich alles. Aber ein Schießprügel gibt's natürlich nicht in Schubladen. In Klammern glaube ich, aber... Au, cool. Also, klamottentechnisch super ausgerüstet, Junge. Super. Hast du vielleicht noch irgendwo, dass ich da mal gucken kann? Nee, okay. Was ist das da? Wollsocken auch noch. Schmerzmittel, juhu, ich freue mich sehr. Und ich glaube, den können wir dann wieder... Ja, hast du recht. Da können wir den jungen Mann wieder als Apotheke nehmen, wenn er hier wieder... Der hat wieder nichts im Schrank. Also hier hat er kein Apothekerschränkchen. Das heißt, wir können natürlich wieder die Leiche als Apothekerschränkchen nutzen. Das ist sehr praktisch. Oh. Auge juckt. Ist ja praktisch, dass so ein Allround-Service ja hier geboten wird. So, ich guck mal ganz kurz, bevor wir jetzt irgendwas machen, mache ich mal ganz kurz hier Clothing.
Insulated West 0,8. Das sieht auch gut aus. Heavy Wool Sweater. Wir haben momentan den Thin, der hier 33, der 62. Aber ist ja klar, dass der hier auf jeden Fall, der wird auf jeden Fall besser sein, der Heavy, sobald wir den repariert haben. Insulated West, die hat wie viel? 1,6 bei 82. Okay, wir nehmen auf jeden Fall die Skijacke. So. Die hat 2,0 bei 100%. Wir bleiben bei der. Und Weste ist ja eh nicht so warm, sagen wir mal ganz ehrlich, eine Weste ist niemals so richtig warm. Wool Socks, die haben 93%, die hat 92%, deswegen behalte ich die. Und alles andere kann ich wieder auseinanderpflücken eigentlich. So, ich glaube, das mache ich auch direkt mal. Auch wenn wir jetzt schon so viel Cloth haben. Insulated West. Das geht ja schnell. Ich könnte das natürlich alles in den Schrank packen, aber ganz ehrlich, wozu? Dann haben wir einfach viele Sachen im Schrank und die wir letzten Endes gar nicht brauchen, wenn wir nur oft genug unsere Sachen reparieren. Dann kann nicht mehr so viel passieren. Hoffe ich zumindest. Kann natürlich auch sein, dass die trotzdem schneller auseinanderfallen. Je älter die sind, dass sie dann quasi... Ich muss die Hand mehr in die Webcam. Je älter die sind, dass sie quasi umso schneller älter werden oder auseinanderfallen. Weißt, was ich meine? So, da wir eine Down-Skijacke haben, können wir die Skijacken ruhig alle auseinanderknüppeln. So, und dann können wir den Heavy Wool Sweater können wir zum Beispiel gleich mal ein bisschen aufpimpen. Da hätte ich nicht übel Lust drauf. Die Skijacke popeln wir noch auseinander. Die hat eh nur 29%. Dann haben wir die wenigstens ein bisschen wiederverwertet. Sonst haben wir hier was? Newsprint können wir auch auseinander popeln. Ach komm. Wenn wir schon mal dabei sind. Ja. Schneid mal. So, dann haben wir das auch mal gemacht und dann haben wir den Rest, tragen wir oder nutzen wir. Das heißt, wir sind da eigentlich soweit durch. 27 Cloth. Ach du Scheiße. Ich repaire mal eben den Heavy Wool Sweater mit meinem Thewing Kit. So, das hat funktioniert auf 63%. Wie lange braucht das immer? Eine Stunde. Ich trinke und esse mal eben was. So, Food and Drink. La 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 la. So, 29, okay, wir sind aber noch im Rennen. Granola Bar. Immer die obere zuerst, immer die bald schon am Gammeln ist. Okay, wir haben echt mächtig Hunger und wir müssen das Kaninchen langsam auch mal ein bisschen aufkochen, glaube ich. Peanut Butter, die können wir uns gerade mal in den Hals drücken. 900 Kalorien, die kommen uns gerade wieder gerufen. Auch wenn das nicht unbedingt das älteste ist. Dann repairen wir jetzt nochmal ganz kurz den Heavy Wool Sweater. So. Mit dem Sewing Kit haben wir nur eins diesmal. Schade eigentlich. So, der ist auf 93%. Leider kann man nicht gucken, wie warm der jetzt ist. Zumindest nicht hier. Basic Boots, Basic Wool Scarf, Basic mache ich nicht. Cargo Pants können wir nochmal reparieren. Einfach nur, weil wir es können. Mache ich mal eben. Denn ich möchte nicht mehr so schnell einfrieren. Ich glaube, das hat nicht geklappt. Ich glaube, ich habe gerade das Did It gehört. Ich gucke trotzdem mal ganz kurz, wie viel hat denn unser Heavy Wool Sweater? 1,4. Naja. 2,0. Basic. Das ist alles so doof. Naja, was willst du machen? Die Basic-Sachen, weiß ich gar nicht, ob die jetzt nur 1%, 1 Grad überall haben. So, hier sind wir jetzt auf 10 Grad, das ist schon mal mehr als vorher. So, und hier ist alles empty. MTV, der Witz wird immer besser. Material, okay, Cloth, würde ich sagen, können wir jetzt einfach mal alles transfern. Wobei, ne, pass auf, ich mach mal 4, transfer ich mal zurück, vorsichtshalber. Die Leder hau ich alle mal rein. Scrap Metal kann ich auch mal alle reinhauen erstmal. So, die 4 Clothes nehme ich nur mit, falls wir irgendwo noch eine Jacke finden, dass wir die gleich updaten können oder irgendwas, was nicht basic ist. Dann haben wir das gleich dabei. Ich könnte es natürlich auch alles hier lassen, dass wir quasi alles erstmal hier nach Hause schaffen und dann hier in unserer Basis alles schön zurechtklöppeln und machen, was vielleicht gar nicht mal so schlecht ist. Vielleicht ist das sogar die bessere Alternative, dann haben wir das Inventar nicht immer so jämmerlich voll.
Gut. Folgendes. Lantern Fuel. Genau, das Benzin müssen wir nochmal irgendwo loswerden. Das packe ich mal wie letztes Mal alles hier rein. Material Tool. Wo ist denn... Nee, hier ist es nicht. Habe ich die Woodmatches nicht abgelegt? Komisch. Okay, den Hook packe ich mal da rein. Fishing Tackle und Hook. Ach, okay, da kann ich mir was craften. Sehr gut. Die Flares behalte ich mal. Sewing Kit, Simple Tools. Simple Tools. Material? Nee, Other. Other ist es dann, ne? Other? Nein, ja, Mann, hier. Zack, Other. Alter, willst du mich verarschen? So, Lantern Fuel. 0,2, 0,39, 0,4. Hier. Jerry Can wiegt 3 Kilo. So, ansonsten. Rifle Round, die Waffen. Wo packe ich die Waffen hin? Haben wir eine Art Waffenschrank? Haben wir nicht, ne? Wir haben im Wohnzimmer, aber das haben wir schon anderweitig in Beschlag genommen. Weiß gar nicht, wo ich die Waffen hinpacken soll. Vielleicht hier. Dann ist der Schrank zu was nutze. Okay. Rifle Round. 0,04 Kilo, die nehmen wir einfach mal mit. Ist eh nur eine Patrone, ganz ehrlich, weißt du. So, hier haben wir nur das Nötigste. Wir sind bei 19. Ah, weil wir noch so viel zu fressen und sowas dabei haben. Und natürlich auch so viel zu trinken. Wobei mir gerade wieder was einfällt. Wir nehmen natürlich erstmal das Wasser, schöpfen wir aus dem Klo ab. Das machen wir so, indem wir das einfach einsaugen und dann in eine Flasche abgeben. So, pff. Dann haben wir nämlich nicht nur Klowasser, sondern auch Restspeichel. Das ist gesund. Da sind Vitamine drin und wichtige Nährstoffe für später und auch ganz tolle Bakterienherde, die man da züchten kann. So, Essen. Mache ich erstmal alles rein. Alle drin. Wobei, den Kaffee möchte ich ungern in den Kühlschrank packen, aber egal. Das mache ich ja einfach halt halber. Ich lalle schon. Lass ich einfach mal drin. So, und schon sind wir 14 Kilo runter. Das heißt, wir haben nur das Nötigste dabei. Theoretisch könnten wir jetzt noch das Sewing Kit hier lassen und so weiter. Aber ganz ehrlich, pff, shit happens. So, die Frage ist, wenn wir rausgehen für die Tür, wird der Wolf uns sofort finden. Ich würde sagen, wir schlafen erstmal 3 Stunden. Bevor wir gleich die Nacht verbringen, irgendwie. So, dann können wir nämlich erstmal wieder was trinken. Zack, lalalala. Was zu essen haben wir gar nicht mehr im Inventar. Das ist total schlau. So, aber auf jeden Fall, wir sind immer noch ein bisschen erschöpft. Auf jeden Fall können wir dann irgendwie gucken, dass wir den nächsten Morgen noch erleben. Ich mach mal Folgendes, bevor wir jetzt... Da hol ich mal schon was zu essen. Oh, und eine Sache ist natürlich noch wichtig. Rabbit Raw, Condition 48, tue ich erstmal oben rein. So viel Zeit muss sein. Und so viel Ordnung muss sein. So, was nehme ich dann da mal ganz kurz? Wir haben ihn gerade schon gegessen eigentlich. Orange Soda, das heißt, wir getrunken. 600 Kalorien, das ist doch gut. Dann hauen wir uns das mal direkt rein. So, ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Ich habe gerade nicht geguckt. Es sind auf jeden Fall mehr als 600. Jetzt könnten wir tatsächlich nochmal 500 brauchen. 400, ja, rund 400, okay, aber ist egal. Bisschen Durst haben wir auch noch. Das heißt, ich trinke nochmal eben schnell aus. Auch so viel Zeit muss noch sein, denn wir werden nachts wahrscheinlich nochmal aufstehen müssen. Oder wir machen einfach so. Schauen wir jetzt noch 4 Stunden, weil wir haben gerade einen scheiß Biorhythmus. Story of my life. So, steh auf, Junge. Story of my life. Es ist pottenschwarz beim Aufstehen. Story of my life. Nee, eigentlich nicht. Oder doch? Ja, manchmal. So, essen können wir, glaube ich. Also ohne Essen können wir, glaube ich, noch ein bisschen, ne? Ja, alles easy. Okay, dann können wir nochmal schlafen. Und zwar bis 5.16 Uhr. Dann schlafen wir noch schön 7 Stunden. Da hat der junge Mann richtig ausgeschlafen. Ihm geht es jetzt richtig, richtig gut. Das ist einfach eine faule Sau. Der schläft ja einfach mal 12 Stunden durch. Der ist ja eine Die. Die schläft ja einfach mal 12 Stunden durch, voll die Peggy Bundy. Okay, und jetzt saufen wir uns noch das ganze Wasser im Kopf. Der muss... Die muss so pissen einfach. Unfassbar. So, und ich würde sagen, dann nehmen wir uns direkt mal wieder was mit.
Granola-Bar können wir uns mitnehmen. Dogfood, wir haben immer noch keinen Dingens. Ah, Pinnacle Peaches sind opened. Aber wir haben ja gerade wieder getrunken. Doof, wie wir sind. Ich nehme die trotzdem mal mit. Soda, 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 Tin of Sardines. Die können wir auch mal mitnehmen. Und den Rest, was man aufkochen muss, das essen wir mal hier lieber. Ich gucke mal ganz kurz. Ja, wir haben nur... Huch! Ach. Wusste ich natürlich nicht. Bandage, use. Okay. Da sind die Symbole. Jetzt weiß ich Bescheid, wie es funktioniert. Letztes Mal wusste ich das nicht, weil es geändert wurde. Es tut mir echt leid. Ist, ja. Konnte man aber auch nicht wissen.